Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Also, ein paar Sachen habe ich schon noch. Ich habe wieder eine neue Tabelle angelegt, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich dann weitermachen soll. Es geht nämlich heute um die Winkelfunktionen, um die Trigonometrie. Das werden wir häufiger brauchen, in der Technik speziell. In der Sinus, Cosinus, Tangens und so weiter, das kommt praktisch überall vor, egal ob man Kräfte zusammenzählt, egal ob man Wechselströme, es ist einfach wichtig. Ja? Trigonometrie, deswegen ein eigenes Video. Wir wollen uns jetzt eine Tabelle machen mit X, ja? Oder ich nenne es Alpha. Alpha, das ist ein Winkel. Und ich möchte hier Sinus von Alpha aufschreiben. Ja, und den Cosinus von Alpha zum Beispiel und den Sinus, Cosinus, Tangens. Das möchte ich hier darstellen. Ich beginne bei 0 Grad. Ja, jetzt werden wir alles Mögliche wiederholen. Und hier sage ich, das ist gleich das und ich sage mal alle 2 Grad plus 2 Grad. Ja. Also Formel, plus 2 Grad und jetzt ziehe ich das mit den Knopfen nach unten, kein Dollar, kein Nix, gell? So kann man gut etwas fortlaufend machen. Wo sind wir schon? 174 Grad? Ja, dann machen wir noch weiter. Bis 180 in etwa müssen wir kommen. Zeile 180, schauen wir mal, wo wir sind. Und 330 Grad, na dann. 360 Grad. Von 0 bis 360 Grad. Das soll mein Alpha sein. Und jetzt möchte ich immer wieder den Sinus ausrechnen von diesem Alpha. Jetzt sage ich hier, ist gleich. Und natürlich gibt es einen Sin. Alles gibt nur einen Sin. Sinus. Okay? Und Klammer auf. Und dann gebe ich eine Zahl an. Und das ist das 0. Sinus. Sinus von 0 ist 0, okay, schaut gut aus. Da ist gleich Cos. Ja, schauen wir, ob das hier funktioniert. Cosinus von 0 ist 1. Na bitte. Und Tangens ist gleich Tang von 0. Also wenn man weiß, wie die Funktionen anfangen, ist das ja kein Thema. Oder ich kann eben hier oben auch F und hier Mathematik, Trigonometrie und kann mir so, heute Statistik ist vielleicht ein bisschen Mathematik und Trigonometrie. Und da kann ich, und wir sehen auch, es gibt Arcus, Cosinus, Hyperbolicus gibt's auch und alles Mögliche. Ja. Gut. Na, das war ja einfach, ne? Also ziehe ich's nach unten von 2 Grad, ist fast 1. Das kann aber nicht stimmen, ne? Das kann nicht stimmen. Ich schaue mir das jetzt einmal an. Ich ziehe das hier nach unten, ja? Und um das irgendwie zu verifizieren, ich meine, es ist zwischen 0, zwischen minus 1 und 1 offensichtlich, also ich sehe zumindest keinen, das ist schon mal gut, ja, das ist schon mal gut für den Sinus. Ich sage jetzt noch einfügen, XY-Diagramm, das haben wir ja im letzten Video gemacht und jetzt schauen wir das an. Daten auswählen und hinzufügen, Reihenname Sinus von Alpha, die X-Werte sind 0 bis 360. Gut, und die Y-Werte sind das hier. Und jetzt bin ich aber neugierig, wie das ausschaut. Okay. Nicht wie ein Sinus, sondern wie eine wilde Sache. Warum ist das? Das ist, weil diese Sinusfunktion hier nicht in Grad rechnet, sondern in Radian. Das heißt, ich muss mir diesen Wert hier, diesen Gradwert, umrechnen zuerst in Radianten. Okay? Das heißt, ich mache hier nicht Sinus B5 und wie viel Grad, 360 Grad sind wie viel Radiant? 2 Pi. Ja? Jetzt kann ich das einfach händisch umrechnen. Jetzt kann ich sagen, okay, pass auf, dividiert durch 180, ja, mal, und jetzt Pi, und jetzt die Pi 3,14, kann ich machen, oder ich verwende die Funktion Pi. Das gibt mir Pi zurück. So,
Jetzt ziehe ich das nach unten. Jetzt rechne ich praktisch den Wert hier um. Von Grad in Radiant. Schauen wir mal, was da rauskommt. Na, das schaut doch schon anders aus. Was mir nicht gefällt hier, ist, dass da die Punkte eingezeichnet sind. Diagrammentwurf, Format, klappen wir auf. Markierung, keine. Wo ist keine? Markierungsoptionen, keine. Gut. Aber schaut schon schön aus. Schaut schön aus. Ja? Machen wir das mit Tangens auch, mit Cosinus auch. Cosinus, es gibt, ich meine, natürlich kann man das schreiben. Winkel in Grad dividiert durch 180 mal Pi. Geht. Ja. Es gibt aber auch eine wenn ich irgendwo ein Blödsinn gemacht habe, jetzt habe ich da irgendwo runtergeklickt, ja, jetzt habe ich da, bin ich da irgendwo reingeklickt und jetzt steht da ganzer Blödsinn. Wenn man Escape drückt, ändert man die Zelle nicht. Okay? Vielleicht noch auch ein Tipp. Cosinus B5 und jetzt schreibe ich da Bogenmaß. Das gibt's nämlich auch. Gell? Das wandelt einen Winkel in Grad ins Bogenmaß in Radianten um. Das müsste eigentlich genauso funktionieren. Nach unten ziehen. Schaut gut aus auf den ersten Blick. Daten auswählen. Schauen wir uns das an, ob das wirklich stimmt. Cosinus. X-Bereich. Y-Bereich. Schau dir das an. Schön. Ja? Jetzt fügen wir noch eine Legende hinzu. Sinus und Cosinus. Wenn es wer nicht gewusst hat. Ja? Das skalieren wir auf 360. Ja? Hauptstriche alle 10 Grad. Teilstriche alle 5 Grad. Okay, dann machen wir es so. Hauptstriche alle 45 Grad. Passt. Schaut super aus. Schaut super aus. Ja, und jetzt schauen wir uns den Tangens auch noch an. Ich mache wieder mit Bogenmaß. Daten auswählen, hinzufügen, Tangens, Wupp, X-Bereich, Y-Bereich. Das kann man eigentlich nicht oft genug herzeigen, gell, weil es funktioniert dann. Das funktioniert einfach so gut, dass. Ja, okay, das ist jetzt natürlich. Ja, das geht ziemlich weit nach oben, jetzt sehen wir gar nichts mehr. Jetzt muss ich die Y-Achse, die skaliere ich einfach auf Achsoptionen. Zwischen minus 2 und 2. Das sollte auch noch für sich reichen. Ja, schaut schön aus. Ja, was nicht so schön ist, ist dieser Strich darunter. Ja, das ist halt so, wenn das von plus unendlich nach minus unendlich wechselt, dann habe ich halt diesen Strich. Ja, jetzt haben wir einen Tangens. Gut. Ja. Natürlich gibt es auch noch den Arcosinus. Ja, jetzt schauen wir uns das an. Arcsinus und ich nehme jetzt das, was ich zuerst versinust habe, mache ich jetzt Arcosinus. Ist gleich Arcsin, da müsste er wieder, was er ist, mich vertippt oder was? Da müsste er wieder Arcskin, ja, ich habe Arcskin, ja, Akneskin, ja, in der Pubertät kann das vorkommen. Arcsin. Geht vorbei. Alles geht vorbei. Vor dem. Ja, null. Passt. Und hier ziehe ich nach unten. Und was habe ich? Bogenmaß natürlich. Dort, wo 90 ist, müsste ich Pi halbe haben. 1,5, schaut gut aus. Dort, wo 180 ist, müsste ich Pi haben. Komisch.
Das schauen wir uns jetzt aber an. Ja. Zuerst rechnen wir aber mal um. Ja. Jetzt kommt da raus das Bogenmaß. Sind wir nicht gewohnt. Es ist zwar das Natürlichere, aber wir sind es einfach nicht gewohnt und deswegen rechnen wir das um in Grad. Das geht mit Grad, Klammer auf, Klammer zu. Jetzt haben wir schon ganz schön viel kennengelernt. Gell? Pi, Bogenmaß, Grad, Sinus, Cosinus, Arcosinus. Super, super. Ziehen wir nach unten. Jetzt müsste da hoffentlich 2, 2 und so weiter rauskommen. 2, 4, schau, das passt eh alles. Wo passt es nicht mehr? 80, 80, 90 ist noch 90. Und dann wird es wieder weniger. Das ist typisch bei den Arcus-Funktionen. Da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Wir können nicht mehr retour. Weil ja, ich meine, zwischen da und da ist das Gleiche. Ja? Deswegen müssen wir oft den Cosinus und den Sinus, den Arcosinus und den Arcoscosinus und so weiter ausrechnen, um eben festzustellen, in welchem Winkel sind wir wirklich. Ja? Müssen wir aufpassen bitte auf das. Ja? Müssen wir bitte auf das aufpassen. Weil wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Arcoscosinus hernehme, ja? Und genauso wieder ist gleich Grad von, ich kann das ruhig, Arcus Cosinus von diesem Wert hier, diesen Wert, Klammer zu, Klammer zu. Aufpassen, dass man genügend Klammern zumacht. Wir sehen, es wird auch farblich hervorgehoben, diese Klammern. Rote Klammer, schwarze Klammer und so weiter. So, 0. Und jetzt schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Und auch hier sind wir eigentlich nicht davor gefeit. Da geht es schön nach oben, 68, 90, aber schau, da geht es weiter. Ja, das funktioniert besser. Jetzt sind wir bei 180, aber auch da geht es nicht weiter. Ja, wie stelle ich denn jetzt fest, wo sie sind wirklich? Ja, naja, das ist, wenn ich Sinus und Cosinus, das ist eben die periodische Funktion. Ja, das ist, da muss ich mir anschauen, was ist positiv, was ist negativ und so weiter. Wenn der Cosinus negativ ist, ja, dann bin ich halt über 180 Grad. Also wenn negativ bin ich über 90 Grad. Ja, ansonsten bin ich unter 90 Grad. Ja, müsste ich hier dann irgendwelche Wenn-Funktionen auch noch einbauen. Ja. Das gilt aber immer, ja, das gilt auch in der Mathematik und so weiter, dass man mit diesen Winkelfunktionen vorsichtig sein muss. Wir sehen also, wie wir rechnen können mit diesen Winkelfunktionen. Hauptsächlicher Fehler ist immer zwischen Radiant und Grad. Ja. Gut. Winkelfunktionen. Trigonometrie in Excel. Funktioniert also. Was wir uns noch nicht wirklich angeschaut haben, sind Datumsangaben, Zeitangaben und so weiter. Da kann man nämlich auch herumrechnen damit. Ja. Werden wir sehen, wie das geht. Das schauen wir uns das nächste Mal an, wie wir mit Datumsangaben, Zeitangaben und so weiter umgehen. Oder zumindest schauen wir uns an, wie Excel damit umgeht, so dass wir das ein bisschen verstehen können. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.